Epilepsie ist ein Anfallsleiden, was klinisch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es kann sein mit einer Bewusstseinsstörung, es kann mit Muskelzucken hinstürzen, es kann aber auch als Absence auftreten, das heißt, da sind die Patienten ganz abwesend und nicht im Hier und Jetzt. Behandeln kann man die Epilepsie mit Medikamenten. Oft ist das aber eine lebenslange Behandlung, eine Heilung gibt es meistens nicht. Und es ist sehr wichtig, dass ein epilepsiekranker Patient sein Leben entsprechend anpasst, also auf Auslöser wie Schlafentzug oder Alkoholmissbrauch verzichtet. Besonders problematisch ist, dass Epilepsiekranker nur Einschränkungen haben bei der Fahrtauglichkeit.